herzlich willkommen zu meinem Video, wie du mit Scratch 3.0 spielerisch in das Programmieren einsteigst. Du wirst mit Hilfe dieses und der anderen Videos, meine Scratch Tutorials, rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software bzw. Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten gleich mit mir. In der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit allen Scratch Videos, die, wenn du sie von Anfang an durcharbeitest, dir rasch helfen werden, dich in Scratch zurechtzufinden. Im Hintergrund hast du hier schon gesehen, was man alles so mit Scratch machen kann, was so möglich ist. Und gleich einmal dazu, wie lernt man überhaupt Programmieren? Programmieren lernt man nicht durch Lesen oder Zuschauen, sondern man lernt am besten, wenn man selber etwas probiert. Mach also gleich mit mir mit. Und dafür eignet sich Scratch hervorragend. Man kann Spiele, Geschichten, Dialoge und Animationen und vieles mehr programmieren. Was ist jetzt aber Scratch? Scratch wurde ursprünglich entwickelt vom Lifelong Kindergarten unter der Leitung von Michael Resnick. Den sehen wir hier. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrerinnen, also nicht nur die Altersgruppe von 8 bis 16 Jahren. Wesentlich für Eltern und Lehrkräfte ist sicherlich Scratch ist kostenlos nutzbar. Bei Scratch gibt es keine Werbung und In-App-Käufe. Bei Scratch musst du nicht viel tippen, da du die Befehle mit Titel mit der Maus zusammenklicken kannst. Dadurch hast du weniger Fehlerquellen. Es wird dir also alles leichter von der Hand gehen. Mehr Infos zu Scratch gibt es natürlich einerseits bei Wikipedia. Da kannst du dir einiges anschauen. Und vor allem natürlich auf der Scratch-Webseite, auf der Scratch-Homepage. Also da haben wir die Adresse scratch.mit.edu. MIT steht für die US, die bekannte US-Universität, die hinter Scratch steht. Wenn wir gleich loslegen wollen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einen Online- und einen Offline-Editor. Wenn du dir Scratch herunterladen willst auf deinen Computer und nicht immer im Internet verbunden sein möchtest, dann kannst du das hier über diese Adresse hier machen. Du wählst das entsprechende Betriebssystem aus und kannst dann auch sehr gut dann mit Scratch arbeiten. In der Regel würde ich dir aber empfehlen, dass du Scratch mit dem Online-Editor machst. Da musst du gar nichts installieren. Und dazu gehst du wieder zu der Seite von Scratch, zur Webseite scratch.mit.edu. Und klickst auf Entwickeln und schon öffnet sich dann gleich der Online-Editor. Du siehst, hier hat sich schon der Online-Editor geöffnet und da werden wir jetzt gleich mit unserem ersten Programm beginnen. Vorweg gleich, immer wenn du hier auf diese Seite kommst, werden dir hier solche kleine Lernvideos eingeblendet. Wenn ich da unten drauf klicke, hast du meine allgemeine Werbung. Ich habe jetzt einmal den Ton ausgeschaltet und dann siehst du hier Schritt für Schritt Anweisungen, wie du dich rasch dann da zurechtfinden kannst. Da wird dir dann gezeigt, dass du etwas von links hereinziehst und so weiter. Wir werden es jetzt hier aber selber machen. Ich klicke auf Schließen. Wir werden jetzt hier gleich unser erstes Programm zusammensetzen. Wichtig ist, du programmierst hier immer einzelne Figuren, die auf der rechten Seite sind. In dem Fall haben wir hier unsere Katze. Und diese Katze wollen wir jetzt einen Ton abspielen lassen. Und dann nehme ich mir hier diesen Blockbefehl. Ich habe hier verschiedene Rubriken, verschiedene Arten von Blöcken von Befehlen und nehmen wir jetzt hier Spiele Klang Miau ganz. Und dann heißt es, dass diese Katze hier dann diesen Miau dann abspielen. Wenn ich da drauf klicke, macht es Miau. Ich bleibe nicht nur auf Miau beschränkt, sondern ich kann auch noch zusätzliche nehmen, der sogenannten Klangbibliothek. Nicht vergessen, hier ist die Katze ausgewählt, hier ist der Befehl. Ich gehe auf Klänge und sehe schon, dieses Miau wurde dann hier meiner Figur, meinem Sprite, kann man auch sagen, zugeordnet. Ich kann auch weitere hinzufügen. Wenn ich hier unten gehe auf Klang wählen, dann könnte ich hier zum Beispiel einen weiteren Klang mir dann aussuchen. Ja? Ich könnte dann ebenfalls hier selber etwas übers Mikrofon aufnehmen und die Katze absprechen lassen. Ich kann auch einen Überraschungston dann abspielen lassen. Oder ich kann auch selber Töne raufladen, wenn ich eine MP3-Datei zum Beispiel habe. Wenn ich jetzt hier auf Klang wählen gehe, habe ich eine große Auswahl an verschiedenen Klängen und ich wähle mir jetzt einmal schon einen vorgegebenen Klang und das wäre dann Bug. Ich habe dann hier Bug und wenn ich das jetzt hier abspiele, hörst du, der Hund wird dementsprechend dann auch dann bellen. Ich gehe jetzt hier wieder zurück zu Skripte und dann siehst du, hier habe ich wieder diesen normalen Überblick. Und dann möchte ich jetzt, dass meine Katze natürlich dann auch diesen Klang dann verwendet. Ich nehme jetzt hier wieder Spiele Klang. Und da ist jetzt schon eingestellt, der letzte Ton, den ich eingefügt habe, Sound, den ich eingefügt habe, Bug. Ich kann hier aber auch natürlich, könnte ich es auch dann verändern. Ich bleibe jetzt hier bei Bug, klicke drauf. Und du hast gehört, er hat zuerst hier miaut und dann hat er dann gebellt. Wenn ich dann nicht nur einfach hier draufklicken möchte, um ein Programm zu starten, habe ich auch die Möglichkeit, hier ganz bestimmt, wenn ich nämlich dann hier diese Katze anklicke, das zu machen, dafür gehe ich dann zu Ereignissen, also wenn etwas Bestimmtes passiert, und dann nehme ich mir hier in dem Fall hier, wenn diese Figur
angeklickt wird. Und wenn ich jetzt dann hier auf diese Figur anklicke auf der rechten Seite, wird dieses Programm hier, dieses kleine Programm schon abgespielt. Eine praktische Möglichkeit ist hier auch, dass ich hier einzelne Blöcke dann herausnehmen kann. Ich kann sie hier zum Beispiel wegziehen und könnte dann diesen Block, zum Beispiel rechte Maustaste, könnte ich auf Duplizieren gehen. Das ist nichts anderes als Kopieren. Dann habe ich diesen Befehl ein zweites Mal. Ich könnte natürlich auch einen Befehl rechte Maustaste dann auch dementsprechend dann zum Beispiel auch dann löschen. Zusammengesetzt werden diese Blöcke auch nebenbei der linken Maustaste und das sieht, wenn ich hierher komme, verfärbt sich das ein bisschen grau dahinter und schon rutscht das zusammen. Wenn ich was wegnehmen möchte, gehe ich dann daher, ziehe sie einzeln dann herunter und kann sie wieder dann zusammensetzen. Wir schauen uns jetzt hier kurz einmal die Benutzeroberfläche an, das heißt, wo du was machen kannst. Und als erstes fangen wir hier oben bei der Kontrollleiste ein, Menüleiste an. Und hier kannst du zum Beispiel auch die Sprache einstellen. Wenn du hier diese Weltkugel dir anschaust, siehst du eine Reihe von Sprachen. Und wenn du da eine bestimmte Sprache wählst, nehmen wir mal Englisch, dann stellen sich hier dann auch die Bezeichnung dann um. Dann heißt es zum Beispiel auf einmal Move. Und du hast dein Programm, das du hier hast, dann in englischer Sprache. Das ist dann ganz praktisch, wenn du zum Beispiel im Internet irgendwelche Programme suchst, die du da vielleicht nachvollziehen möchtest, besser verstehen möchtest, brauchst du dann, wenn du ein englisches Programm gefunden hast, nur hier die Sprache Englisch einstellen. Ich stelle es hier mal wieder auf Deutsch zurück und all meine Befehle, all meine Blöcke und Beschriftungen und so weiter sind dann wieder in deutscher Sprache. Dann natürlich die klassischen Dinge, die du brauchen solltest, ist, wenn man hier ein Programm speichern möchte, da haben wir unser kleines Programm schon, dann gehe ich auf deinem Computer speichern, suche mir dann ein Verzeichnis aus und kann das hier dann speichern. Wichtig ist, dass du hier dann ja, dir anschaust, dass du den Dateinamen findest. Und die Dateinamenerweiterung Extension, also so wie bei Word, zum Beispiel gibt es ja DocX, ist hier SP3. Das heißt, all deine Scratch-Dateien, die du dann auf deinem Computer dann sicherst, haben hier mal hinten hier die Erweiterung SP3. Dann klickst du auf Speichern, dann wird das gespeichert. Und wenn du ein neues Programm machen möchtest, gehst du auf Datei neu. Und hier ist wieder alles neu und du kannst wieder frisch anfangen zu programmieren. Ich mache das hier mal zu. Ich lade jetzt aber wieder mein Programm herauf, hochladen von deinem Computer. Und schon ist mein Programm dann wieder da. Also ganz wesentlich diese Dateifunktionen, dass du deine Sachen dann speichern kannst. Dann Aufrufen von kleinen Lernvideos, wie wir es da unten schon mal gesehen haben. Das geht hier über Tutorial. Und da hast du hier genau bestimmte Themen. Wenn du sie dann angehst, dann siehst du hier zum Beispiel unten dieses Video wieder. Kannst es durchgehen und kannst es hier dann nachspielen. Ja, das mache ich jetzt hier mal zu. Bleibe dann in dem Fall hier bei meinem Programm. Wenn du hier rechts oben auf Anmelden gehst, dann kannst du dich gratis, kostenlos registrieren. Das hat den Vorteil, dass du dann deine Programme auch online speichern kannst. Das heißt, du musst sie nicht immer auf deinem Computer speichern, sondern sie werden in der Cloud gespeichert. Für unseren Lehrgang würde ich jetzt aber empfehlen, dass du sie hier immer auf deinem Computer noch abspeicherst. Du musst dich also auch nicht wirklich registrieren, wenn du hier etwas machen möchtest. Die Bühne rechts oben, das ist hier dieser Bereich, da siehst du, was dann mit der Katze zum Beispiel passiert oder mit den anderen Objekten, die wir dann gleich sehen werden, mit den anderen Figuren. Da spielt sich das alles ab. Und das hier ist dann dieser Bühnenbereich. Was gemacht wird, steht dann hier in diesem sogenannten Codebereich. Hier legst du dann fest, was diese einzelnen Figuren, die wir da herunten sind, in der Figuren, in der Sprites-Liste, dann dementsprechend machen. Ja, im Englischen spricht man dann hier nicht von Figuren, sondern von sogenannten Sprites. Wenn du noch weitere Sprites hinzufügen möchtest, weitere Figuren hinzufügen möchtest, dann kannst du das wieder herunten machen. So in der Figurenbibliothek, Sprites-Bibliothek, und hast du wieder mehrere Möglichkeiten. Du kannst dir gezielt eine Figur aussuchen, du kannst dir sogar selber eine malen. Die kannst du dann auch gut dann verwenden. Du kannst da zufällig etwas auswählen oder kannst wieder auch etwas heraufladen. Ich wähle mir mal etwas aus, ich gehe auf Figur wählen, hier auf diese Lupe, suche mir dann was aus und nehme in dem Fall hier den Apfel. Ich klicke mit der linken Maustaste drauf und du siehst, ich habe jetzt hier zwei Figuren. Und da ist jetzt hier kein Programm eingeblendet, weil hier der Apfel eingeblendet ist. Wenn ich auf Figur klicke, sieht man hier im Code-Bereich dann dementsprechend dann, hier sind dann die Befehle, die Blöcke, die dann ganz gut dann dazu passen. Als nächstes haben wir dann natürlich auch ein Bühnenbild, das ist dieser Hintergrund, auf dem sich dann unsere Katze oder der Apfel, den ich hier gerade reingeholt habe, dann unterwegs sind. Das ist dann hier herum rechts. Da kann ich mir wieder ein Bühnenbild wählen, wenn ich dann hier herklicke. Ich kann mir auch selber eins malen, ein Bühnenbild, einen Hintergrund malen, durch Zufall wieder etwas auswählen, Surprise praktisch, oder mir selber heraufladen. Ich suche mir jetzt ein Bühnenbild aus und wähle mir hier das Bühnenbild Arktik. Und schon ist die Bühne von unserer Katze, von unserem Apfel hier, in dem Fall so eingefärbt, hat den Hintergrund in dem Fall hier wie in der Arktis.
Wichtig ist, wenn du dir selber Bühnenbilder dann machen möchtest und heraufladen möchtest, dann sollten diese eine Auflösung von 960 x 720 Pixeln haben. Wie man sowas machen kann, habe ich dir in einem anderen Video schon gezeigt. Das kannst du zum Beispiel mit dem Gratisprogramm GIMP machen. Da kannst du sehr schön dann Grafiken, Fotos und so weiter auf diese Größe zuschneiden oder auch selber machen. Als nächstes gehen wir auf die linke Seite und da haben wir die sogenannte Blockbibliothek. Du hast das vorhin schon gesehen, wie wir die ersten Befehle eingefügt haben. Die sind nämlich in verschiedene Kategorien, Arten eingeteilt und jede Art hat eine andere Farbe. Und das ist ja ganz hilfreich, wenn du etwas nachbauen möchtest, wenn du hier so eine Liste siehst, suchst du dir die Farbe, suchst den Befehl aus, ziehst ihn herein und hast das Programm dann auch dementsprechend dann ganz rasch dann zusammengestellt. Den Codebereich, den haben wir schon jetzt gearbeitet, der befindet sich hier in der Mitte und da wird eben das Programm zusammengestellt und hier landen dann die Blöcke, die man von links nach rechts dann in dem Fall hier dann hineinzieht. Jetzt möchte ich ein bisschen Bewegung in das Programm bringen, dann gehe ich hier zur Bewegung. Ich habe mir hier in dem Fall hier die Katze ausgewählt. Pass auf, also nicht den Apfel, sondern die Katze. Gehe hier in Bewegung herein und hole mir dann den Befehl gehe zu x, y, hier hat er schon etwas eingetragen, wenn du hier nämlich siehst, dass ich hier die Katze bewege, ja, dann, je nachdem wo wir da sind, siehst du, verändern sich hier die Werte. Und ich wähle jetzt hier für die Katze, wenn das Programm gestartet werden soll, einmal den Wert 1 aus, für x und für y, du kennst das von einem Koordinatensystem. Was ich dann gleich machen kann ist, ich kann hier auch einen Kommentar hinzufügen. Wenn ich hier die rechte Maustaste nehme und Kommentar hinzufügen klicke, dann kann ich nämlich für jemanden, der sich dann mein Programm anschaut, etwas hineingeben, dass sich der oder die dann zum Beispiel leichter zurechtfindet. Und da könnte ich zum Beispiel jetzt hineinschreiben, bewegt sich zur Stelle 1,1. Damit habe ich dann zu diesem Befehl hier einen Kommentar eingefügt. Ich kann das hier auch dann einklappen und könnte es hier dann auch zum Beispiel dementsprechend dann entfernen. Und so kann man jeden Befehl dann gut dann erläutern oder dass man sich vielleicht später auch besser erinnern kann. Als nächstes möchte ich natürlich nicht einfach immer nur dann draufklicken müssen, das ist, da tut sich nichts oder ich müsste hier klicken, dass er dann daher geht, jetzt ist er gerade dorthin gesprungen. So, ich möchte da wirklich so einen schönen Programm Start machen, da geht man dann auf Ereignisse und wählt dann hier wenn angeklickt und das ziehe ich jetzt hier hinein. Das ist ebenfalls ein Ereignisblock, so wie wir sie oben auch gehabt haben. Wenn diese Figur anklickt, passiert etwas. Ja, und wenn dann diese grüne Fahne angeklickt wird, soll etwas passieren. Wo ist jetzt diese grüne Fahne? Die ist jetzt hier rechts oben. Wenn ich jetzt hierher klicke, dann springe ich dorthin. Und damit beginnt dann praktisch mein ganzes Programm. Stoppen kann ich dann auch ein Programm, wenn es länger laufen sollte, natürlich hier mit diesem Stopp-Bereich, mit dieser Stopp-Taste. So, jetzt möchte ich mir etwas sagen lassen. Da gehe ich jetzt nicht in den Bereich Klang hinein, wie man vielleicht vermuten würde als erstes, sondern ich gehe auf Aussehen. Und beim Aussehen kann ich ja dann, weil sagen heißt ja, dass dann hier etwas eingeblendet wird, wähle ich mir dann einen Befehl aus und der heißt dann, sage so und so für 2 Sekunden. Nehme ich jetzt daher und füge dann einen Text ein. Ich klicke da hinein, lösche das und tippe etwas ein. Hallo, mein erstes Programm, und das soll er jetzt dann nicht 2 Sekunden, sondern 1 Sekunde sagen lassen. Klicke ich jetzt dann hierher und danach soll er dann 40 Schritte gehen, da gehe ich in Bewegung hinein und gehe dann hierher und wähle mir dann aus, gehe 40er Schritte. Also jeder Schritt sind dann 40 Pixel. Wenn ich das Programm dann starten lassen wollte, gehe ich hierher, ja, ziehe es jetzt mal wieder woanders hin, das ist mit linker Maustaste kann ich das verschieben und er geht dorthin und macht dann 40 Schritte. Jetzt ein weiterer Tipp, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen weiteren Befehl einfüge, den ich dann nicht möchte, könnte ich zum Beispiel dann mit Steuerungstaste Z das dann rückgängig machen. Kostüm ist ja so etwas wie das Aussehen der Figur. Jetzt nehmen wir uns die Katze. Wichtig ist, dass die Katze ausgewählt ist. Dann gehe ich hier dann links herauf in den Kostümbereich. Das erste, was ich machen würde, wäre, dass ich mir hier dann die Möglichkeit nehme, dann hier das sogenannte Verformen. Ich wähle das hier mal aus. Dann siehst du, dass ich hier dann, je nachdem, was ich hier ausgewählt habe, welchen Bereich ich hier habe, kann ich dann hier die Katze ein bisschen verzerren. Ich könnte es hier zum Beispiel hergehen, könnte sie dann etwas länger machen. Jetzt möchte ich etwas einfärben. Ich wähle mir hier dann diesen Bereich hier aus, des Füllens. Dann siehst du, dass hier weiß ist. Und wenn ich jetzt hierher gehe und mir eine andere Farbe aussuche, das hat eine Füllfarbe, rot gewählt zum Beispiel. Ich habe hier den Fülleimer, gehe dann hier herein, wird dann dementsprechend dann die Schwanzspitze wird dann dementsprechend auf rot dann eingestellt. Wenn ich mit diesem Kostüm zufrieden bin, dann könnte ich jetzt hierher gehen und könnte dann mit der rechten Maustaste in den freien Bereich gehen, rechte Maustaste, Bild speichern unter und könnte dementsprechend dann hier
meine Katze, die ich jetzt hier gemacht habe, als Grafik speichern. Und da ist der Dateityp ist hier PNG eingestellt, das heißt ein Grafikformat. Und das könnte ich dann zum Beispiel in einem anderen Programm dann weiter verändern. Weitere Möglichkeit ist dann, jetzt habe ich hier zwei Kostüme für diese Katze. Ist nämlich immer so, dass einzelne, wenn ich jetzt hier hergehe, Apfel hat zum Beispiel nur ein Kostüm. Die hat die Katze hat zwei Kostüme, denn wenn ich, ich habe nämlich die Möglichkeit, bei manchen dieser Figuren sie wechseln zu lassen, ihre Kostüme. Wenn sie reingehe, hat sie mal dieses Kostüm. Und jetzt möchte ich einen Befehl verwenden, wie die Katze dieses Kostüm dann verändern kann. Dazu gehe ich auf Aussehen und wähle mir dann hier dann diesen Befehl, wechsle zum nächsten Kostüm. Füge das jetzt hier mal ein. Und danach lasse ich dann die Katze dann wiederum 40er Schritte gehen. Und dazu gehe ich dann wieder da herein, ziehe das hierher und gebe hier 40 ein. Wenn ich das Programm jetzt hier starte, siehst du, es hat gerade hier zum Schluss dann, hat es hier dann dementsprechend dann das Kostüm gewechselt. Als nächstes möchte ich zeigen, dass Scratch super erweiterbar ist, nämlich mit Erweiterungen. Ich gehe dann hier links hier unten hin, in dem Bereich. Und habe hier eine Reihe von Möglichkeiten, wie ich noch zusätzliche Blöcke, Befehle und so weiter dann verwenden kann. Und da wähle ich mir in dem Fall hier Malstift. Wenn du dann vielleicht einmal Musik ausprobieren möchtest und so weiter, dann hier Text-to-Speech und all diese Dinge. Probier es einfach einmal aus. Ich zeige dir jetzt aber mal den Malstift. Jetzt habe ich hier dann auf der linken Seite eine weitere Art von Befehl dann hinzubekommen. Und die werden wir dann gleich einmal ausprobieren. Und ich ziehe mir jetzt diese Befehle dann da in die entsprechenden Stellen hinein. Ich nehme das jetzt hier und klicke daher. Das heißt, lösche alles. Das heißt, wenn ich ein Programm dann öfter durchführe und dann meine Maus dann etwas meine Katze etwas malen lasse, dann kann ich hier die Befehle verwenden und wird das, was im Programm davor gemalt wurde, dann zum Beispiel gelöscht. Dann nehme ich mir als nächstes dann schalte Stift ein, dass ich überhaupt malen kann. Das ziehe ich jetzt einmal hierher. Wird der Stift erst einmal überhaupt eingeschaltet. Dann möchte ich mir eine bestimmte Stiftfarbe dann suchen. Gebe ich dann hier. Farbe kann ich mir hier aussuchen. Kann ich mir irgendeine aussuchen. Rot zum Beispiel. Und da möchte ich natürlich dann auch festlegen, wie dick das Ganze dann ist. Also wie dick dann diese Linie ist, die dann die Katze dann auch malt. Und in dem Fall nehme ich mir hier dann setze Stiftdicke auf. Und da lasse ich nicht 1, das wäre sehr dünn. Sondern nehme ich mir hier dementsprechend dann 10. Ich klicke jetzt nochmal drauf, starte das Programm. Und er hat dann hier einen Strich gemacht. Ich ziehe so mal hier die weg, den Apfel. Und dann sieht man, dass er diesen Strich hier gemacht hat. Als nächstes möchte ich zeigen, wie man die Katze und alle anderen Figuren da etwas häufiger machen lassen kann. Dass man nicht immer lauter Befehle dann hereinziehen muss, sondern dass es etwas häufiger funktionieren kann. Und das funktioniert dann mit sogenannten Schleifen. Und solche Schleifen findet man dann hier beim sogenannten Steuerung. Und dann wähle ich mir mal eine ganz einfache Form, wiederhole fortlaufend und ziehe mir da ein paar Befehle dann mal herein, nämlich so Bewegungsblöcke. Und dann nehme ich mir hier dann drehe dich um 15 Grad, die Katze dann 15 Grad drehen und dann einen 10er Schritt jeweils gehen. All das, was da herinnen steht, innerhalb dieser Schleife, innerhalb dieses wiederhole fortlaufen, wird immer wieder gemacht. Ich starte jetzt mal unser Programm. Und du siehst, es dreht sich dann fortlaufend, bis ich hier auf Stopp drücke. Kurzer Input zu Schleifen. All das, was du hier drinnen siehst, das hier ist eine Schleife, wird öfter ausgeführt. Und es gibt ja mehrere Arten von Schleifen. Es gibt sogenannte Endlosschleifen. Das wäre hier so eine Endlosschleife. Etwas wird dann wirklich quasi unendlich oft gemacht, bis man das dann dementsprechend dann beendet beim Stoppbefehl. Das wäre dann hier herüben. Dann gibt es auch verschachtelte Schleifen, dass man eine Schleife in eine andere Schleife gibt. Das hier wäre die äußere Schleife und das hier ist dann wieder eine Schleife, die drinnen ist. Das wäre eine sogenannte verschachtelte Schleife. Das wird der Reihe nach abgearbeitet und dann wird das hier 10-mal gemacht und dann wieder wird das Ganze noch einmal gemacht. Also insgesamt wird das hier 100-mal dann gemacht. Und dann gibt es Schleifen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wird die Schleife beendet. Also in dem Fall hier zum Beispiel wiederhole 5-mal, wenn es 5-mal gemacht wurde, wird es beendet. Oder hier könnte man zum Beispiel auch mit Variablen arbeiten, das wirst du im späteren Video noch sehen. Da setzt man die Variable auf 0, die Variable heißt Zahl in dem Fall, und die Schleife, wiederhole bis, wird so lange ausgeführt, bis die Zahl, bis der Wert der Variablen Zahl größer als 10 ist. Und damit sich das dann
verändert, müsste man natürlich dann hier innen drinnen dann auch den Wert der Schleife, also den Wert der Variablen dann dementsprechend dann vergrößern. Ja, und was ist jetzt Programmieren und ein Programm? Beim Programmieren versucht man ebenfalls ein bestimmtes Problem zu lösen. Wir haben hier gerade programmiert und Programmiererinnen und Programmierer versuchen sich herauszufinden, mit welchen Blöcken, mit welchen Anweisungen man den Computer dazu bringen könnte, etwas Bestimmtes zu machen. Ein anderes Wort für ein Programm ist Code. Code beinhaltet alle Anweisungen bzw. Befehle, Blöcke, die der Computer eben dann erledigen soll. Hier haben wir diese Beispiele für die Blöcke. Und ein Beispiel natürlich für so eine Anweisung ist zum Beispiel, dass die Katze 10 Schritte gehen sollte oder einen bestimmten Klang zum Beispiel ausführen sollte. Ein weiterer wichtiger Begriff im Programmieren ist der Algorithmus. Algorithmus ist eine bestimmte Art und Weise, ein Problem zu lösen. Wenn ich beispielsweise einen Kuchen backen möchte, verwende ich als Algorithmus immer ein bestimmtes Rezept. Und das Rezept gibt genau vor, mit welchen Arbeitsschritten ich den Kuchen dann auch backen kann. Wenn ich hier eine Katze drehen lassen möchte, verwende ich hier zum Beispiel, drehe den Block, drehe dich um 15 Grad und er soll einen bestimmten Schritt gehen und das Ganze vielleicht hier in einer Schleife. Das wäre hier ein Algorithmus. Was sind jetzt Alltagsalgorithmen? Bei Alltagsalgorithmen ist es so, dass man auch bestimmte Dinge macht, immer auf gleiche Art und Weise. Hier haben wir zum Beispiel einen Smart Lock. Das heißt, wenn du eine bestimmte App zum Beispiel bei so einer Tür hier verwenden würdest, in einem Handy, müsstest du die App erst starten oder sie läuft schon im Hintergrund, müsstest sie Richtung Tür halten und dann könntest du die Tür öffnen. Und wenn du das beschreiben möchtest, wie du diese Tür mit so einem Smart Lock öffnest, würdest du im Prinzip auch einen Algorithmus dann beschreiben. Unterschied Computeralgorithmen und Alltagsalgorithmen. Computeralgorithmen müssen viel genauer sein, weil ein Computer sich in der Regel viel schwerer tut, um dich zu verstehen. Ja, last but not least, Programme zum Ausprobieren zu Scratch findest du natürlich hier auf dieser Webseite hier, von dieser offiziellen Webseite von Scratch. Und da kannst du dann diverse Programme ausprobieren, siehst dann verschiedene Blöcke, wie sie angeordnet sind, verschiedene Programme. Und da würde ich dir empfehlen, dass du mal was ausprobierst. Wir werden es aber dann wahrscheinlich dann gleich nochmal sehen beim nächsten Video Scratch 3.0, einfache Schleifen und Variablen. Danke für deine Aufmerksamkeit, bis gleich.